Servus, Leute. Jetzt kommt was Cooles. Oh ja. Bei Mass Effect 3 mit allen DLCs, einem Duster und Garrus. Shepard, glad you came. Ja, Mann. What'd you have in mind? Something that doesn't involve fighting Reapers. Saufen. I don't think they've conquered the war yet. I already scoped it out. But then I thought it was my last day alive. I'd actually like to remember it. So? So, I had an idea. Fliegen und saufen? Wieso gehen wir von David und Garrus? Damit Liara möglichst eifersüchtig wird. Es gibt dann Rache Sex. Ever have that one thing you always wanted to do before you died, Shepard? Too busy trying to live. What's yours? Every time I worked at CSEC, I'd stare up at the top of the Presidium and say to myself, I want to go up there. But I never did. There were 137 regulations telling me I couldn't. So you got them changed? No. Now I just don't give a damn. Now I just don't give a damn. Das ist so eine coole Aussage. Figured it's time to do something. Extra Mission. Just for that. Might be the last chance we ever get. What then? A little busier than I imagined. How about a dive in the pool? In den Pool springen? Ich hoffe, das Ding ist tief genug. I haven't seen Turian swim. It's a lot of flailing and splashing interrupted by occasional bouts of. Was doch die zwei Kroganer? It'd make up for all the times I pulled your ass out of the fire. Novaria, Pharos, Ilos. We've had a hell of a ride, haven't we, Shepard? Ein guter Fund. Times like these, you know who your real friends are. They're not the ones running around looking for an escape route. They're the ones who stand at your side through the worst of it. They never give up on you. I'm lucky I can say I know someone like that. So am I. Was macht der Schauschuss? Oh Mann. Now, before we head back, there is one thing we're going to set up once and for all. Das wird er gewinnen. Not saying you don't know how to handle a gun, just saying some of us know how to make it dance. So, let's find out who's really the best shot. There are a few people in the galaxy who've seen me in action, Garrus. They seemed impressed. Yeah, but I've actually seen you dance, Shepard. No comment. All right, Vicarious. Down. And don't worry, I learned it with practice lugs for when you miss. So, verfehlen wir, oder? That was an easy one. Let you build up your confidence. Long range, I wrote the book. Nobody alive can do this, not even Commander Shepard. Give me a tough one. I said a tough one. Was schweres. So, und jetzt holen wir es mal daneben. Do it. I'm Garrus Vicarion, and this is now my favorite spot on the Citadel. Think I'm going to erect a monument right here. Bronze this gun so the whole galaxy knows. That you're the king of the bottle shooters. Glad you're around, Garrus. You never know when the bottles might explode. Ich finde, das ist so eine edle Aktion, oder? Do you have a moment to talk about bottles? No. Oh, Mann. I'd like to request a transfer to a zone with Reaper Sergeant. Sollten die Asari KI durch die Shepard VI ersetzen? Nee. Die doch. Asari macht das schon besser. Ja. Allein deswegen, damit weniger Leute sie ansprechen. Das spart Rechenleistung. Ja. Ich denke mit. Du wohl, ja. So. Denn? In den Maschinenraum auch noch schlappen. Wieso?
Chief Engineer Adams möchte mit uns sprechen. So. Hold on. Das ist doch einer von den normalen Technikern da hinten, ne? Ja. Stimmt, der hat mal Amnesie gewährt. Commander, I've identified a problem with our engines. The core overload could cause a plasma vent within the engineering compartment. Donnelly, Edie and I have been brainstorming and comparing notes. You see, when IES is in a back cycle, at the same moment the main core is at peak draw, such as from sustained kinetic. What engineer Donnelly means to say is that we're confident we can make the system safer. We just need a GX-12 thermal pipe. Unfortunately, we're cut off from Alliance supply chains. Convenient. Are you keeping an eye out for one the next time you're on the Citadel, Commander? I've got the specs here. Sicher, Chlor, Fix, Logan. Thanks, Commander. Ihr uns nicht mal anschaut mit dem Arsch. I'm good, Commander. Clean, I'm focused. Thanks for the second. Das ist natürlich, der ist... Ah, den Donnelly, richtig, den haben wir zurückgeholt, ne? Ja. So, Fisch füttern und dann ab zum Geth-Kreuzer. Ich fütter euch zu Tode, Scheißfische! Und diesmal kein Fisch, der versucht auszubrechen. Und selbst und wenn, dann werden wir den rausziehen, in unser Gewehr laden und abfeuern. Super. Dann haben wir keine Reaper mehr, kein Universum mehr, nichts mehr. Wenn ich einen Fisch außer geklötet habe. Ja. Jumpen wir mal da rum. Kennst du das Sprichwort, wenn's juckt, heilt's? Was? Wenn es juckt, heilt es. Ja. Ja, es nervt aber trotzdem. Na denn? Verfluchten Namen. Wir haben da die Migrantenflotte. Wir haben da ein Geth-Trümmerfeld. Das sollten wir mal untersuchen. Könnte wichtig sein. Okay, wollen wir nichts machen. Anfieben ist nix. Umlauf mal an. Na denn? So, wen nehmen wir jetzt da mit? Dich Darvik? Und deine Mutter. Dali müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Darvik und. Was? Wir haben wir Ashley eigentlich schon mal mitgenommen? Ah, schau, Dali ist Pflicht. Ja. Ja, Ashley haben wir schon nochmal mitgehabt, ja. Am Anfang natürlich. Ja, nicht so mit Tali oder so, Mann. Nee, das nicht. Aber, ich mein. Ja. Schau mal bitte, was die Skimitar bringt. Ob die stärker ist als die. So, Skimitar haben wir Schaden. Weiter. Da, die. Zurück eins. Bist du deppert. Alter, was die für einen Schaden rausfotzt. Was haben wir da drin gehabt? Das haben wir drin. Karabiner, gell? Ja. Ist das die normale oder die... Warte mal. Das ist das... So, warte mal, dann nehmen wir... Ja, was soll's? Machen wir einen auf Krogana, hä? Ja, die habe ich gesagt. Modifizieren wir das drum noch? Wir kriegen irgendwie noch mehr Damage raus, ne? Präzision wäre nicht schlecht. Mal. Oh, Bayonet sieht geil aus mit dem Ding. Dann machen wir da Präzision. Ja, für Schotze Präzision. Naja, das Ding, schauen wir auf die Präzision bei dem Teil. Gekauft. Ich finde das Teil sieht mit Dings ziemlich krass aus mit Bayonet. Erhöhter Schaden um 15%. Gekauft. Oh Mann, das Ding ist so beige. Passt. So, dann machen wir mal automatisch. Javik. Tali. Okay. Initiate a Renok 5 minutes. What have you got from the comm buoys? Pretty much a big old shitstorm, Commander. I have detected several hundred unique ship signatures engaged in active combat. Ja, da müssen wir mit. Take us in, Joker. Ich finde die Aussage gar nicht so schlecht. Und was haben wir empfangen? Ja, die Kacke ist massiv am Dampf. Sag ich auch immer.
Dieser Blick von Joker manchmal. Yeah. Dieser. I'm gonna rape your ass, bitch. So, ich würde sagen, die geben sich da das volle Programm. Dezent. Alter, aber dieser riesige Kreuzer ist einfach nur gigantisch. Ups, das war ein Bugvariant. Da auch nochmal. Darmschwein. Aber man, also, man, sie sind wirklich intelligent, gerade jetzt mit denen einen Krieg einzuzetteln. Ja? Tally's our expert on Geth software. She'll be handling hacking and security. Good. So you're a real living Prothean? As opposed to a fake dead one? Gekauft. Outplayed, alle. Outplayed. All teams except one are physically secure. Ah, super, ja. I see the free one. Pretty torn up, though. Too risky for the whole team. I'll secure the docking area. Everyone else can follow me over. Wieso hat der Chubby keinen Helm auf? Weil er einfach zu awesome dafür ist. Ja, awesome my ass, Alter. Das ist jetzt eine so geniale Szene. Die Geräuschkulisse passt, das ist einfach nur Weltklasse gut gemacht. Ja, es ist witzig, das ist auf alle Fälle. Oh, das ist übrigens, haben sie bei Wolfenstein haben sie das übrigens auch gemacht, gell? Du hast eine kurze Szene, einen kurzen Teil bei Wolfenstein, wo du tatsächlich im Weltall unterwegs bist. Aha. Und ich sag's aber so, du hörst nichts. Es gibt nur dumpfe Sachen, wenn irgendwas gegen der Rüstung schlagt. Also Sachen. Im Endeffekt, also, so wie es halt tatsächlich im Weltraum ist, gell? Komplett still. Das war echt cool. Silent. Du hast nicht einmal deine eigenen Schüsse gehört. Und wenn, hast du so was leichtes Pochen gehört, also. Das war schon ganz cool, ja. Sein Pump, 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 Pump. Aber selbst dann hat eine Pistole noch einen Rückstoß. Ja. Ja, und dann spürst du auf jeden Fall, dann weißt du, was du geschossen hast. Ja, du siehst ja. Aber ob es zündet, das ist die andere Frage. Natürlich. Wieso soll es nicht zünden? Warum sollte sie zünden? Weil Schwarzpulver den Sauerstoff schon mit hat. Den habe ich aber rausgenommen vorher. Ach dann. Ja. So ein awesome und so shit. Joker ist einfach paranoid. Ich mag irgendwie die Quadiane. Ich weiß nicht, von Grund auf war halt diese Panik. Die zwischen den Leuten geherrscht hat, stellenweise. Das ist aber ein Arsch wackeln zu, wird die geplatzt, die Türe. So, wir haben Saft. Okay. Das da? Ja? Ich brauche die Erlaubnis, alles wegzuenden. Holy, es geht mich da raus. Bitte? Claymore war das ja, Claymore. Entschuldigung. Na dann. Ich verwechsel immer die Namen, tut mir leid. What about the other admirals? Zen backed the invasion, largely as a chance to test her toys. Ron gave provisional support. Only Corus opposed the war with me, and he was right. We could lose the whole fleet, Shepard. Out of here safely. Das klingt gut, ja. Das Schiff ist überhaupt nicht zusammengeschossen. Also, nein. Na, so schlimm ist es eigentlich noch gar nicht zusammengeschossen. Das Hauptgeschütz gehört ja. Das werden wir später noch merken, weil das Hauptgeschütz arbeitet brav. War das hier in dem Spiel, in dem Schiff? Ja, natürlich, ne? Natürlich. Coolste Geschützszene überhaupt. Fand ich jetzt nicht so, also. Doch. Das ist es doch schon. Mhm.
Ah, da. Ja, wir kriegen Credits und damit machen wir eine Tür auf. Was? Johann, was? Totally normal. Normal zu besteigen. Hallo. Achso, da oben wird die Konsole sein. Ah, wir waren bei der falschen Konsole. Oder ich war bei der falschen Konsole. Republikanische Kritik. Wir sind hier draußen was wert. Ja. Der Helm ist so cool. Das ist echt geil. Any resistance? All quiet so far. They haven't detected us yet. Here, let me see if I can get this open. In the meantime, take a look at this. Nice. There, it's open. We're clear to go. Das ist dem, was wir gerade gekriegt haben, oder? Ja. Nice! Den nehmen wir doch. Die Bögenpistole! So, where are we headed? We're looking for an operations center. I can disable the Reaper command signal from there. Where's the closest one? Past their defense network and through a sensor cluster. Ein Sensor Cluster. Always the vents. Nehmen wir wieder Richtung Schächte. Ich wurde in Brand gesteckt. When the fleet rushed the dreadnought, those lasers carved right through our ships. Come on, let's get to the op center before they lose more. Ja, Tali, das war einfach nur Pech. Das kannst du auf keinen schieben. Doch, ich schieb's auf den Bule. Entschuldigung. Siehst du, geht immer. Anscheinend, ja. Hat jemand Probleme? Schieb's auf Bule. Watch out! Incoming! Den hat's aber dezent in der Gegend umgewirbelt jetzt, ne? Bin silly. So. Ach, wieso denn? Ihr habt genug Munition. Ach, wir sammeln auf jeden Fall genug auf. Ja. Will ich sagen, aber das ist heiß. Sag mal, ne? Zum Thema Geth. Und intelligent und so. Sneaking und dann Nahkampfkill. Dam, 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 dam. F. Dann vergessen F. So. Bitte sehr. Habe ja mein gesamtes Schild dafür geopfert. Death kill. Totally worth it. Oh, nice gongen eigentlich, ja. Na, der Typ hat überhaupt nichts gerade. Oh. Ah. Vielleicht nicht unbedingt auf die Mine steigen. Nee, das ist manchmal nicht so prickelnd die Idee. Ach. Weißt du, an manchen Tagen kannst du schon mal auf Mine treten. Ja, und an manchen Tagen muss man Cut machen, damit man im nächsten Teil weitermachen kann. Ja, oder so. Genau. Servus. Ja, ciao. Was spielen die Kinder in Afghanistan? Was denn? Wer sucht, der findet. Wer drauf tritt, verschwindet. Wer sucht, der findet, wer drauf tritt, verschwindet. Der ist offiziell böse. Na, made by Duster. Mhm. Cloud Copy Internet, ja. Du das da, ich würde mal kurz auflegen, werden schnell duschen und so und dann machen wir weiter. Ja, dann mache ich mir so lange einen Tee dabei.